So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Patch 5.24. Die Patchen sind da. Patch wird jetzt, als ich es aufnehme, müsste so jetzt in einer Stunde oder so aufgespielt werden. Ist wieder ein relativ großer Patch. Ja, Snowdown geht los. Hier oben wie jedes Jahr, Snowdown geht los. Das heißt, Winterzeit in LoL, Winterskins, die Winterskins der letzten Jahre kommen wieder. Es gibt neue Skins und der Modus, der wie heißt der, Legend of the Poroking Modus, kommt wieder auf die ARA-Map. Ja, also wieder winterlich, weihnachtlich Freude haben. Wann, weiß nicht, kommt er jetzt schon mit dem, also kommt der, wird er gleich aktiviert, bin ich mir gerade nicht sicher. Kann aber sein. So, dann kommt das Poppy Rework, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Freue ich mich sehr. Ist ein sehr cooles Rework, sieht cool aus, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie es so auf den Live-Servern ankommt, wie es gespielt wird. Ja, das ist halt wie ein neuer Champion, muss man immer gucken, wie sich das Ganze auswirkt, wie das so läuft. Ja, ne? Deswegen gerne auch da eure Kommentare, wie ihr das so findet. Ob ihr es schon gespielt habt, vielleicht auf dem PBE. Oder dann morgen, quasi, also heute, nach dem Patch. Wenn ihr schon gepatcht habt und es dann spielt, wie ihr es so findet, für alle, die es noch gar nicht kennen oder so, ne? Genau. Aber jetzt die eigentlichen Champion-Änderungen. Und diesmal gibt es eigentlich sehr viele Nerfs tatsächlich. Aber eigentlich passiert generell viel. Und bei Ashe ist es so, es ist im Grunde genommen ein Buff. Ihr Q braucht jetzt ein Stack weniger, um aktiviert zu werden. Ihr müsst ja vorher 5 Stacks sammeln. Und das sind jetzt nur noch 4. Anivia hat bei ihrer Ultimate einen kleinen Nerf. Die Range geht runter und die Gefrierdauer geht auch runter auf eine Sekunde. Das heißt, man muss halt dann schneller seine E hinterherwerfen. Sonst ist das nichts mehr mit dem Superschaden. Ja. Das liegt halt daran, dass die halt mit den Masteries, also Riot meint, dass sie mit den Masteries einfach super skaliert. Und Asia, sie schreiben es selber. Ein neuer Patch. Ein neuer Asia-Bugfix. Ja, Asia ist halt irgendwie. Weiß nicht. Weiß auch nicht. Also, ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Der wird gebugfixt. Mit seiner W und seiner E. Soldaten bewegen sich und so weiter, ne? Und das ist ja, war ja nie ganz Töfte. Und das wollen sie jetzt wieder mal verbessern. Bei Bard ist es so, dass die AP auf seinem W hochgeht. Das ist ganz cool. Und dass aber die Meeps schneller kommen. Also die Meeps kommen schneller wieder, die kleinen Wuselknilche. Brunt, wird der W ein bisschen genervt, kostet jetzt mehr Mana, weil Brunt gerade ganz schön abgeht und ziemlich gut dasteht. Das liegt halt auch wieder an diesen Keymasteries, an der Deathfire Torch. Die tut ihm sehr, sehr gut. Ja, bei Kaylin ist es so, dass ihre Headshot-Mechanik ein bisschen umgestellt wurde. Das heißt, von einem sich einen niedrigeren Wert, wie viele Attacken man für einen Headshot braucht, ist der jetzt auf einen festen Wert gegangen, und zwar 6. Vorher war es 7, 6, 5. Das heißt, ihr habt am Anfang schneller den Headshot und am Ende braucht ihr eine Attacke mehr als vorher. Ist eigentlich ganz cool, weil man ihn am Anfang halt öfter hat. Und das ist schon ganz gut, weil gerade am Anfang macht er viel aus und mir hängt hier so ein Ding rum. Mach ich jetzt einmal weg. Zack. Mundo. Ich habe selber tatsächlich wenig LoL gespielt auf dem letzten Patch, aber ich habe viel mitbekommen, dass Mundo ganz schön abging. Und deswegen wird er jetzt genervt. Und zwar sein infiziertes Beil macht jetzt weniger Schaden. Hier diesen prozentualen Schaden. Und es macht halt auch weniger Schaden gegen Monster, weil er ja im Jungle gespielt wurde. Das geht auch runter. Ein ganzes Stück sogar. Am Anfang ist es immer noch gleich. Das ist relativ wichtig. Also zumindest auf der ersten Stufe auf jeden Fall. Für den Jungle Clear, für so eine Sachen. Das ist halt super. Also es tut Junglern super weh, wenn man so erste Stufe oder so von einem Skill nerft. Das tut super weh und das haben sie nicht gemacht, sondern halt später, dann ab dem zweiten Punkt haben sie es genervt. Ja, und sein E
Funktioniert jetzt nicht mehr gegen Strukturen, also gegen Türme und so. Und wurde quasi genervt, da die Ratio, wie viel maximal Leben, jetzt auch kein fester Wert mehr ist, sondern bei 3 anfängt und dann später bei 5. Das heißt, später ist er genauso gut, aber am Anfang ist er nicht so stark. Bei Echo wurde ein kleiner Bugfix gemacht, dass seine Passive, also diese On-Hit-Ringe, nicht mit dem Sated Devourer stacken oder beziehungsweise nicht richtig funktionieren. Ja, Bugfix halt, ne? Hecarim wird genervt, was seine Grund-HP angeht und auch den HP-Zuwachs. Also nicht Zuwachs, sondern. Ja, doch. Zuwachs. Ja, vergiss das. Und es ist so, dass seine Passive ein bisschen verändert wurde. Beziehungsweise halt entfernt, also der Teil der Passiven, dass er jetzt nicht mehr unbeirrt durch Einheiten durchlaufen kann, sondern es wurde quasi auf die E gelegt, dass wenn er die E jetzt aktiv hat, dann kann er nicht mit Einheiten koalisieren. Also nicht dagegen laufen oder abgebrochen werden oder sowas. So. Bei Jinx ist es so, dass wenn sie zwischen ihren Waffen hin und her wechselt auf der Q, dass sie da kürzer stehen bleibt. Also weil sie hat ja so eine kleine Charge-Dauer, wo sie die Waffen halt vom Rücken nimmt und ne? Und dann wurde hier noch mit dem Hurricane rumgespielt, dass es ein bisschen besser proc't. Ja, und es sieht halt schöner aus. Also es sind halt kleine Raketchen. Raketchen, muss man dazu sagen, ne? Bei Karthus ist es so, dass der Slow, den er durch seine W bekommt, dass der jetzt nach der ersten Sekunde abfällt. Also der fällt so langsam ab. Und ihr habt nicht die ganze Zeit den Todesslow und der ist dann weg, sondern ihr habt den Todesslow, der fällt dann ab. Also so während. Muss ich wirklich machen, ja? Todesslow. Dann, also Todesslow, eine Sekunde und dann fällt er so ab. Okay. Ja. Ne? Kindred wird ein bisschen genervt. Und zwar ihr Heal geht runter vom W und der Cooldown geht ein bisschen hoch. Doch, ja. Also zumindest am Anfang. Am Anfang geht er ein bisschen hoch, später bleibt er gleich. Ja, bei Kog'Maw ist es so, dass sie auf der W nicht mehr skaliert quasi nicht mehr mit eurem AD. Also der Damage, der prozentuale Damage skaliert nicht mehr mit euer AD, sondern hat jetzt einen festen Wert von 2%. Das heißt, ihr habt im Endeffekt dieses Nerf. Ihr habt am Anfang quasi mehr davon. Naja, doch, doch, schon. Also ihr habt am Anfang mehr davon, aber später ist es dann schon ein Nerf. Weil ich halt nicht weiß gerade, wie viel AD man mit Kog'Maw so aufbaut. Ja, ist halt die Sache, ne? Malzahar wird ein bisschen genervt, aber halt nicht seine Hauptfähigkeiten, die ihn ausmachen, sondern sein W, dieses Feld. Da wird der prozentuale Schaden hier ein bisschen runtergenommen. Am Anfang bleibt er noch gleich. Und später sind es dann zwei, also auf dem letzten Punkt sind es dann 2%, die euch fehlen. Ja, das ist 2% ist nicht wenig, aber ist okay. Ist okay, denke ich. Bei Yi ist es nur so ein Tooltip-Anpassungsbug. Das war schon vorher so hier das AP-Scaling auf seinem Heal. Ja, MF wird auch genervt, und zwar der Attack-Speed von ihrem W wird am Anfang schwächer. Im Late-Game bleibt er gleich. Also auf der letzten Stufe vor allen Dingen bleibt er gleich. Da ändert sich nichts. Und genauso auch der Slow vom Make It Rain, also vom E, von ihrem Kugelhagel. Diese Fläche, ne? Sieht aus wie Streusel. Nicht so Streuselkäse, Streusel oder so. Egal. Der wird auch genervt. Also zumindest der Anfang wieder, ne? Das heißt, ihr habt am Anfang weniger Slow, später bleibt es gleich. Nidalee bekommt mehr Damage auf ihrem Q, sowohl der Grundschaden als auch der Max-Range Superpower-Schaden. Joa. Und, Spoiler Rino, Nidalee bekommt einen neuen Skin. Passt zwar nicht hier rein, aber jetzt habe ich es gesagt. Quinn wird ja gerade gehypt und gesagt, also von manchen, und dann wird es irgendwie, ach Riot kommt nicht klar, die ganze Zeit ändern sie ihre Q. Wenn ihr euch mal die Beta-Notizen uns angucken würdet, der ist quasi jeden Tag ist der Q anders. Oh, jetzt skaliert er mal hier mit, jetzt skaliert er mal damit, jetzt, ne. Ja, und so ändert sich das jetzt auch wieder. Ihre Grund-AD gehen auch runter. Und der Q hat jetzt halt weniger Grundschaden, weniger Ratio und kostet mehr Mana. Also, weil die Mana-Kosten steigen pro Level.
Ramos, die Rollkugel, bekommt weniger, also der Slow von seinem Q, wenn man von Q getroffen wird, ist man geslowt, ist jetzt eine Sekunde weniger und der Q ist nicht mehr so eine super Wrecking Ball Kugel, sondern eher so ein Tischtennisball. Also kleiner. Kann euch nicht mehr so leicht treffen. Aber für die Ramos-Mains unter euch, Ramos rastet nicht mehr komplett aus, wenn er jetzt irgendwie zwischen Minions durch, ja, dann ist er so oben, unten, rechts, links, kaputt. Macht er nicht mehr. Der fährt da jetzt durch oder so, keine Ahnung. Also zumindest steht das hier. Mal sehen, wie es dann aussieht. Ja. Riven bekommt ein bisschen, einen kleinen Buff. Ja, Riven bekommt einen Buff. Yay! Und zwar auf ihre Grund-HP-Regeneration. Die wird ein bisschen angehoben, weil AD Assassin Knechts Boys, also AD Boys und Girls, die nicht mit Crit und Attack Speed abgehen, sind halt ein bisschen im Nachteil gerade und Riot will, das haben sie schon mehrmals gesagt, jetzt sah irgendwie, da sollen noch irgendwie ein, zwei Items rauskommen, beziehungsweise Items angepasst werden, dass die einfach geiler abgehen können. Genau, Sivir bekommt mehr Attack Damage, also hat ein höheres Scaling auf dem W, so. Heißt, wenn sie mehr AD hat, sie bekommt mehr AD, so. Weil diese ganze Umstellung von den Items wurde halt AD genommen, oft. Und dann so Attack Speed, Crit und so draufgepackt und das tat ihr ein bisschen weh. Skarner bekommt irgendwie seine E, also der Schuss. Ist jetzt so, dass das nicht aufgehoben wird, wenn man mehrere andere Targets angreift, sondern das bleibt halt über die normale Dauer. Also irgendwie wusste ich tatsächlich nicht, war das ein bisschen komisch. Und die AD-Ratio bei der Ultimate geht um 40% runter, was ganz schön viel ist. Ich meine, die Ultimate war jetzt nicht dazu da, hier voll, ich stech dich kaputt. Aber 40% ist schon viel, ne? Deswegen, ganz schön krass. Ja, Soraka geht gerade irgendwie allen auf die Nerven, deswegen wird sie genervt. Die Range vom Starcall geht runter, die Mana-Kosten vom W gehen hoch und die Ultimate, die Superheilung des vernichtenden Todes, heilt keine Wunden mehr, keine offenen Wunden. Wie heißen die in Deutsch? Reißenden Wunden heißen die, oder? Ich glaube schon. Schreibt es in die Kommentare, wie die heißen. Swain, der Schweineboy, bekommt einen Nerf auf seinem W. Da sage ich ja die ganze Zeit, hast am Anfang gesagt, ne, hier, Nerfkeule. Nerf, 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 nerf. Weg. Weg, ja. Und zwar ist es kein konstanter, also kein fester Wert mehr an Slow. Man, ich will, so ist die, da ist die Kamera. Nicht festes mehr, sondern es variiert. Ja, also es fängt am Anfang bei weniger an und zum Schluss ist es gleich. So. Tahm Kench ist ja ganz schön krass, ne? Der geht allen auf die Nerven, weil der kann Leute aufessen. Seine Verbündeten. Und dann sind die weg. Und das Gestörte daran ist, dass der dann halt auch noch schneller rennen kann. Normalerweise, wenn du, weiß nicht, du isst ein Malphite, ja? Ein Stein. Einen großen Stein. Dann rennst du doch nicht schneller. Ja? Und das macht er jetzt auch nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt so, dass wenn Tahm Kench einen Verbündeten aufschnappt, auffrisst, dann bekommt er keinen Attack-Speed-Buff mehr. Solange der da drin wohnt. Finde ich gut. Weil retten ist schon krass und dann noch, guck mal, ich könnte dich retten und ich könnte dich noch krasser retten, weil wir jetzt schneller laufen können. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das will keiner. Twisted Fate bekommt weniger Schaden auf seiner Q. Ja. Am Anfang noch gleich und dann geht's runter. Ne? So ist das. Xin hat irgendwie ein paar Probleme mit seinem Q gehabt. Der war irgendwie buggy, zum Beispiel, dass wenn er dann angemacht hat, dass auf einmal sein Attack Speed quasi geslowt wurde. Ja, und das irgendwie mit den Buffs. The Buff Duration, also dass wenn ihr angreift, dass die Buff-Dauer verlängert wird oder wieder refreshed wird. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich damit meine. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Entschuldigen sich dafür, dass das möglicherweise, dass das einen neuen Bug hervorgerufen hat? So wirkt es auf mich. Ja, schreibt es in die Kommentare. Six
macht jetzt mit seiner passiven quasi nicht mehr 50% Schaden gegen Gebäude, sondern die komplette Power. Also der nimmt die Bombe und knallt den Turm. Ja. Jungle Monster werden angepasst, so dass AP Jungler ein bisschen besser durchkommen. Also zumindest ein paar hier die nicht epischen Monster, außer des Rift Scuttlers, haben eine neue Lebensmechanik quasi, dass sie haben weniger Leben. Sie bekommen weniger Leben dazu, bekommen immer mehr Rüstung dazu. Bekommen dann überhaupt Rüstung dazu. Per Level. Weil die AD-Leute ja doch ganz gut durchkommen, aber die AP-Boys nicht. Und die interessiert Rüstung jetzt nicht so. Weil die auch Auto-Attacks machen, aber nee. Aber das ist ja per Level, das heißt, die machen dann eh mehr Schaden mit den Zaubern. Also, was haltet ihr von den Jungle-Änderungen? Ich gehe die jetzt noch hier durch, die beiden kleinen Monsterlein. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ne? Der große Crack hat weniger Leben und weniger Grundarmor. Sprich, am Anfang halt weniger Armor. Der Dark Merkwolf. Der Dire Merkwolf. Also der große Wolf von den kleinen drei Schweinchen. Wölfchen. Auch weniger Leben und auch weniger Armor. Und der Herold. Da wurde ein bisschen rumgespielt. Und die wichtigsten Sachen sind, es ist jetzt so, ich weiß nicht, wer von euch Smite spielt, also dieses andere MOBA. Das ist so, wenn ihr einen Buff macht, also im Jungle ein Camp macht und ihr das besiegt, dann bekommt nicht der Last Hitter den Buff, sondern die lassen so einen Klumpen da liegen. Und der den einsammelt, also meistens dann der Jungler, ne, der kriegt den Buff. Und so ist es mit dem Rift, dem Geralt, Herald, Herold jetzt auch. Das heißt, wenn ihr den kaputt macht, dann explodiert er. Und nicht der den Last Hit gemacht hat, bekommt dann den Buff, sondern der hinterlässt dann so ein Ding. Ja? So ein lilanes Klumpen. Ein Eirelikt. Ein Augenrelikt. Ein lilanes Auge liegt dann da, ne? Und das könnt ihr einsammeln und dann habt ihr den Buff. Dann seid ihr krass. Nunu profitiert jetzt auch davon, wenn er von dem kleinen Kerl abbeißt und da rumschlammert. Ja. Und es ist jetzt so, dass. Wo habe ich denn das gelesen? Ich glaube, das kommt später. Okay, das kommt später nochmal, aber ich sag's jetzt schon, weil ich ein Spoiler-Reno-Boy bin. Der Devourer ist jetzt so, dass wenn ihr auch einen Assist am Rift-Herold macht, dann bekommt ihr trotzdem 5 Stacks. Das heißt, ihr müsst den Rift-Herold nicht last-hitten. Also beides so ein bisschen so eine Ergänzung, dass dem Jungler eigentlich zugutekommt, dass man da nicht... ich muss den last-hit machen, Ja. Finde ich gut. Finde ich ganz gut. Vorher hat man nämlich nur einen Stack bekommen, wenn man Assist gemacht hat und das war ganz schön Cake. Ja. An Wards wurde rumgespielt. Punkt. Am Banner auf Command wurde rumgespielt. So Tooltip-Kacke. Punkt. DMP gibt 100 weniger Leben, weil ist ein krasses Item. Ginsu's Wutblade, Wutklinge, hat jetzt einen kleineren, also wenn ihr in dieser Rage seid, in der Ginsu's Rage, wo er diesen AOE-Effekt macht, der ist jetzt kleiner. Der war vorher ganz schön riesig und das sollte gar nicht so sein. Und der ist jetzt so, wie er sein soll. Halt kleiner. Beim Sense Reaver hat sich diese Mechanik ein bisschen verändert mit dem Cooldown und Crit und so weiter. Runtergebrochen. Und einfach, also einfach erklärt ist es jetzt so, dass ihr mehr Bonus-Crit braucht, um auf diese 20% Zusatz-Cooldown-Reduction zu kommen. Das heißt, ihr braucht nicht mehr 20 Crit von anderen Quellen, um darauf zu kommen, sondern jetzt 30%. Sprich also, wenn ihr das ist selbsterklärend, oder? Ihr braucht halt jetzt mehr Crit von anderen Quellen. Also 10% mehr, um 20% Cooldown Reaction zu bekommen, weil irgendwie gerade jedes Item Crit gibt. So, in etwa jedes Item. Eifer wird teurer. Ein bisschen. Dementsprechend werden auch alle Items, die mit Eifer gemacht werden, teurer. Und das habe ich auf dem PBE mir durchgelesen und vorhin habe ich es irgendwie überlesen. Es ist so, dass nämlich dass die Rapid Fire Cannon und
beziehungsweise auch dieses kleine Ding, der Kirker ist Shard und Static so zusammen synergieren, aber vorher haben die gestackt, das heißt, ihr habt einfach den Todesgewitterblitzschuss der Verdammnis gemacht und das ist jetzt nicht mehr so, sondern irgendwie, es nimmt jetzt quasi da, wo ihr den meisten Damage rausholt. Der Effekt kommt dann. Ja, also ist das irgendwie verständlich? Das heißt, es proggen nicht alle Effekte gleichzeitig, sondern der gerade am meisten Damage macht. Phantom Dancer wird schneller. Ihr bekommt mehr Attack Speed, wenn ihr Phantom Dancer kauft. Ganz cool. Ich weiß gar nicht, ich spiele halt keinen AD Carry und ich habe jetzt nicht so verfolgt. Wird Phantom Dancer gerade viel gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das blaue Todestrinket, also die Erweiterung vom gelben Trinket Ward, wird ein bisschen genervt. Hat mehr Cooldown und weniger Vision. Das ist Relic Shield. Wird verändert. Champion kann. Es ist jetzt halt so, dass ihr nicht mehr, wenn ihr einen Chaco-Clown seht, einen Chaco-Clown, und ihn unboxt mit dem Relic-Buff, dann zählt das nicht mehr als dieses Unboxen und hier, du hast Leben und kriegst Geld und so. Hier nochmal diese Devourer-Änderung, habe ich schon gesagt. Großer, spannender Punkt noch. Ich glaube auch das letzte, ich sag ja, großer Patch. In diesem Patch sind die Masteries. Und es ist so, dass die Masteries ja gerade alles umgestellt, das heißt, ein bisschen rumspielen muss sein. Feast hat jetzt 25 mehr Cooldown. Feather of Battle bekommt ihr, diese Stack-Mechanik wurde jetzt ein bisschen umgestellt. Das heißt, ihr bekommt jetzt wirklich auch nur noch, wenn ihr einen Champion angreift, also ein Champion-Attack gegen einen Champion, zählt als Stack. Und nicht vorher, wenn man Fähigkeiten nutzt, sind keine Stacks mehr. Und Nahkampfangriffe geben aber doppelt so viele Stacks. Warlords Bloodlust wurde ein bisschen gebugfixt, sodass es nicht die ganze Zeit prockt, sondern das ist quasi, das hat ja einen Cooldown und dass der auch eingehalten wird. Und Deathfire Torch wird quasi genervt. Also so in etwa, es wird ein bisschen umgestellt und zwar die Dauer, wie lange ihr da fackelt und brennt, ist jetzt erhöht. Aber der Damage bleibt gleich. Das heißt, der Damage wird auf 4 Sekunden aufgeteilt und nicht mehr auf 3 Sekunden. Das heißt, ihr habt quasi weniger Damage pro Proc dann quasi. Ja. Ne? Und außerdem wurde halt der AOE, die AOE-Zeit ein bisschen erhöht. Dafür auch wieder. Aber der Damage bleibt halt immer gleich, ja. Das ist halt. Ne? Also nicht, dass ihr denkt jetzt, oh, das geht jetzt eine Sekunde länger, das heißt mehr Damage, weil mehr Ticks. Nein, nein, das wurde aufgeteilt. Kommen wir aber zum Cunning Tree, also der in der Mitte. Der ist sehr interessant gerade, denn Riot hat es schon angekündigt, ich habe es in den LoL News schon mal gesagt, die wollen neue Masteries machen. Die LoL News sollten eigentlich kommen, aber irgendwie kam jetzt der Patch und ne, deswegen kommt jetzt der Patch, das ist ja auch gut. Und zwar Assassin heißt das. Assassin ist auf der zweiten Stufe, also was heißt auf der zweiten Stufe, es ist die erste Key Mastery. Ich weiß nicht, wie diese Unterdinge heißt. Eigentlich heißen ja nur die letzten da Key Mastery, die letzten im Baum, aber ihr habt ja diese drei Stufen auswählen können, ne? Also das heißt, ihr habt erst 5 Punkte und dann Stufe und wieder 5 Punkte, Stufe und das ist halt in der ersten Stufe, ja? Da sind jetzt nicht 2, sondern 3. Und Assassin ist mit dabei. Und Assassin gibt euch 1,5% mehr Damage, wenn kein verbündeter Champion in eurer Nähe ist. Das heißt halt wirklich Midlane Assassins Jungle Assassins, wobei das beim Gank ein bisschen, aber gerade so Midlane Assassins, ne? Ist so eine Richtung wieder, was ich sehr gut finde, weil ich liebe AD Assassins, ich liebe Assassins und hier auch das Precision bekommt mehr, ihr bekommt mehr Armor Penetration auf der Mastery, was ganz cool ist. Thunderlord's Degree bekommt auch mehr Attack Damage, also Bonus AD, also skaliert mit mehr Bonus-AD, so. Und Windspeaker's Blessing hat jetzt so eine Veränderung da von den Werten, dass es keine Prozent mehr sind, sondern so Werte sind, die hin und her wachsen. Aber was hierzu noch zu sagen ist, ist halt ganz cool, dass dieser Baum jetzt einfach wirklich viel attraktiver ist oder halt eh eigentlich attraktiv ist für so Assassins und so und das wird jetzt einfach nochmal besser gemacht. Das finde ich super. Der rechte Tree, den habe ich vorhin voll übersehen.
Die Zusammenfassung ist weniger Armor und Magic Resist, weniger Leben und weniger Bonds of Stone. Okay, also wie wird denn das ausgesprochen? Unyielding. Ihr bekommt weniger Armor und Magic Resist. Ist ja leicht gemerkt. Explorer, weniger Movement Speed. Nee, mehr Movement Speed in Büschen, im Gebüsch und im Fluss. Tough Skin wurde gebugfixed. Ja, Bugfixed lese ich meistens nicht. Tatsächlich. Lest ihr so Bugfixes? Mir fallen oft Bugs halt nicht auf, deswegen ja, freue ich mich, dass Bugfixes dasteht, aber naja. Bei Veteran Scars wurde auch wieder die Prozentualmechanik entfernt und ein fester Wert hinzugefügt. Von Bonus Health. Und bei Bond of Stone, also der Key Mastery, ist diese mit den Damage-Reduzierung, wenn Verbündete in der Nähe sind und dieses hier, ich nehme Damage, gib mir Damage, ich nehme ihn. Ja? Das wurde ein bisschen umgestellt. Und zwar, dass ihr reduziert den Schaden, wenn ihr alleine seid, ein bisschen. Wenn ihr bei jemandem seid, bei einem Verbündeten, wird die Schadensreduktion, wie sie vorher war, quasi genervt. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr so krass viel Schadensreduktion, wenn ihr mit einem Verbündeten unterwegs seid. Und diese Grenze, wo ihr keinen Schaden mehr quasi auf euch nehmen könnt, probieren könnt, einstecken könnt, wurde runtergesetzt. Das heißt, die ist jetzt bei 5% und nicht bei 15% Leben. Und 5% ist schon echt nicht wenig. Dann haben sie ein Pathing rumgestellt und da an der First Minion Wave Equality Minions laufen jetzt schöner. Kann man dazu sagen. Ja, das war viel. Vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Wir können gerne ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Wie findet ihr die Preseason? Wie findet ihr die Meta? Wie findet ihr LOL gerade generell? Und wie findet ihr auch den Patch? Würde mich sehr interessieren, wie ihr so drauf seid. Ich spiele gerade wenig LOL tatsächlich. Müsste mich aber mal wieder ein bisschen reinfinden. Ja. Eure Meinung dazu ab in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls euch das Ganze gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen. Schreibt mir eine Bewertung oder so, das hilft mir halt extrem. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und sage dahin. Tschüss.